Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands. Die letzte Episode war ja sehr erfolgreich. Wir haben einen Helikopter gestohlen. Plus, dass wir jetzt eine sehr, sehr interessante Aufgabe haben. Wir müssen Cassias da hinten finden. Er ist da auf dieser Insel und macht eine kleine Veranstaltung, eine kleine Party. Ja, er möchte es richtig krachen lassen, aber er hat noch nicht die Special Guests auf der Liste. Und zwar wir. So, wir sind jetzt hier in einer Art Fischerdorf, ja, wo wir hier rum chillen und gucken erstmal, dass wir natürlich hier einen Nachschub markieren. Wir lassen die Erwähnung wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Okay, also da hinten, 1,8 Kilometer entfernt. Aber bevor wir da hingehen, kann ich euch nur eins empfehlen. Genießt mal diese wunderschöne Optik. Es sieht echt mega geil aus. Da kann man nichts anderes drüber sagen. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Und das fällt mir immer auf, egal an welchen Philippinen. Und wir haben ja nur einen Bruchteil erstmal gesehen von Ghost Recon Wildlands. Ne? Wir brauchen jetzt ein Bötchen. Leider ist irgendwie kein Star. Ach, da hinten steht eins. Guck mal. Das Ding ist halt, wir müssen uns überlegen, wie wir da am besten diese Insel gleich angehen, ne? So, ich schwimme mal kurz zu dem Boot. So. Ist schön, einfach mal so ein klassisches Let's Play wieder zu machen. Hier zu sitzen, einfach zu spielen, mit euch zu reden. Ihr guckt euch das an. Das freut mich sehr. Sehr, sehr cool. Okay. Und wer die letzte Folge nicht gesehen hat, ihr könnt es ganz einfach machen. Einfach die Playlist in der Beschreibung öffnen. Ja? Da sind alle Folgen verlinkt. Da könnt ihr dann nach und nach die Episoden gucken. Kommen die nicht mit? Bleiben die da auf der Stelle? Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ob auch das Wasser wirklich kühl ist. Ist es. So. Wir schwimmen uns jetzt einfach hinterher. Das ist doch gut. Okay. Müsst ihr jetzt überlegen, wie kommen wir auf diese Insel? Wir können natürlich gegenüber auf die Insel erstmal. Links, wo ich jetzt hinfahre. Gucken, ob wir da irgendwas finden. In dem Gebiet ist halt dieser riesen See, ne? Das ist halt echt wichtig. So, dann ist gleich da. Okay. Ich glaube, wir schaffen es nicht, mit der Drohne rüber zu fliegen, oder? Von hier aus zu spotten, boah, das wäre mega, aber ich glaube, das geht noch nicht. Hallo? Ah, das sind Rebellen, ne? Ich bin mal gespannt, wie kommen meine Männer jetzt eigentlich hinterher? Achso, die sind auf einmal da. Siehst du, die haben sich alle im unteren Bereich des Bootes versteckt. Vom Hubschrauber fliegen wäre jetzt nicht so geil. Es sei denn, es würde jemand fliegen, man könnte raussnipen. Da müsste man aber jetzt im Koop spielen. Was haben wir denn hier? Ah. Ausrüsten können wir uns hier, aber wir haben alles schon. Okay. Ist sehr nett von den Rebellen, oder? Aber mal im Ernst, guckt euch doch mal. Ey, also ich könnte immer stundenlang in solchen Videospielen, so Open World Games, einfach rumstehen. Und mir das angucken, ne? Ich finde das immer so geil. Hier unser Kämpfer. Ein Mann, der es wirklich wissen will. Er hat schon vieles erlebt mit seiner Narbe im Gesicht. Okay. So, dann holen wir uns den Zwischenboss jetzt mal. Aber wie gehen wir am besten... Ah, die Frage ist, wie greifen wir am besten da ein? Wie greifen wir am besten da ein? Ich habe keine Ahnung. Weil wir spielen ja wie immer noch unter dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Plus die Tatsache... Geh, ich komme hinterher. Plus die Tatsache, dass das Ganze sehr offen gehalten ist. Und die bewachen das sicherlich gar nicht mal so schlecht, die Herren da. Im Grunde ist ein einfaches Vorbeifahren ja nicht schlimm. Guck mal, da haben wir einen Steg. Aber das ist, glaube ich, die einzige Zugangsmöglichkeit zu dieser Insel. Dieser Steg. Oder mit dem Hubschrauber, der ist halt sehr laut. Erstmal müssen wir uns ein Bild davon machen. Ich frage mich, wenn wir jetzt hier stehen bleiben. Oh, es regnet wieder. Mann, Gott. Hier regnet es aber häufig. Ach, guck mal hier hinten. Aha, aha, aha. Siehste. Verborgene Schätze. Okay, dann schicken wir jetzt mal die Drohne hoch. Oh, oh, oh. Stopp, 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 stopp. Oh, 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 oh. Bleib stehen, bevor sie dich sehen.
Alter. Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Ist da noch einer? Boah, das war knapp, Leute. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oh. Hier eins. Ah. Unser Art Störsender. Okay, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Sind auch sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Zivilisten. Oh mein Gott. Wir müssen uns nach und nach hier rein. Eieiei. Aber schön ist es hier. Wir haben ein Sicario mit MP. Draußen bei der Hacienda. Ja, okay, das ist unser erstes Ziel. Bewacht jemand noch den Hubschrauber da oben? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wir sollen versuchen, hier hochzukommen, weil wir dann von hier nochmal spotten können. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen mit der Drohne. Das sieht ja noch alles sehr gut aus. Oh, sehr viele Zivilisten. Okay, unser erstes Ziel ist tatsächlich da oben. Wir müssen aufpassen, dass der uns mit der Mini gar nicht sieht. Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig, ganz ruhig. Verstanden, unterwegs. Oh, da bewegt sich einer zu uns. Roger, Ziel markiert. Müssen warten. Oh Mann. Scheiße. Verdammt. Okay, den einen hat er ausgeschaltet, ne? Shit, die haben uns. Ach Gott, das war sekundenknapp. Das ist die Palme, die da wedelt. Okay, ruhig, ruhig, ruhig. Komm, Männer, komm. Wechseln unsere Position, komm. Wir müssen einen Plan über den Haufen werfen. Ich glaube, da stand einer, oder? Ja. Oh Gott, das war ein Zivilist. Verdammt, Dachs! Mann! Oh, was ist hier los? Scheiße, Leute. Das war dumm. Egal. Oh, Mann. Ich hätte auf die Karte gucken müssen. Egal. Verfickte Scheiße. Hat er? Hat er. So. Komm, 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 komm. Zeig dich, Baby, komm. Langsam, aber weiter. Die Partycrasher kommen. Kann ich denn die... Ah. Die Jungs, covert mich mal. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Die feiern dann noch, die checken gar nichts. Vielleicht wegen der lauten Musik. Ich glaube, wir haben eigentlich viele schon ausgeschaltet, weil ich kann niemand mehr hier. Ich sehe eine montierte Waffe. Ich glaube, die haben ihre Kräfte zusammengezogen, oder? Ich müsste den Typen erstmal finden, das ist das Problem. Ich sehe unseren Freund Casita. Okay.
ein bisschen verhören. Wir brauchen Casita lebend, damit er uns sagen kann, was er weiß. Hände, Hände, Hände! Nicht bewegen! Relax, ey. Ich rühre mich ja gar nicht. Pass auf, Nako. Der Anzug ist mehr wert als dein ganzer Besitz. Voller mit. Blut ist ein Scheiß wert. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hau ab. Warte, wir suchen uns erstmal ein sicheres Plätzchen, um den Hörn gleich... So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ich hab die Taste gefunden. Ich will meinen Anwalt sprechen. Anwalt? Willkommen in meiner Welt. Du brauchst deinen Anwalt nur noch für dein Testament. Hey, warte mal. Verhandeln wir. Wie viel Geld willst du? 500.000 kann ich machen. Ist leicht für mich. Kennst du meinen Vater? Geld interessiert mich ein Scheiß, Casita. Ich arbeite für die USA. Wir geben allein für Desinfektionsmittel Milliarden aus. Milliarden, du Arschloch! Was wollt ihr dann von mir? Ich will eine Liste von allen, die dein Scheißresort besucht haben. Keine Ahnung, Mann. Der Lujuro. Okay, gut. Das habt ihr aber nicht von mir. Alle Gastinfos sind auf einem Server, okay? Okay. Haben wir den jetzt umgepflastert? Ich will sie jetzt. Nicht mit mir! Ich musste jetzt gerade erstmal gucken. Ja, es ist Taste M zum Verhören. Krass. Okay. Das sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. So, jetzt holen wir uns den Helikopter und hauen mal ab hier. Eieieiei. So, man muss erst natürlich die ganzen Tasten auswählen. Oh. Die Unidad ist im Anmarsch. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Das ist nicht gut. Eli, in den Staub. Das ist überhaupt nicht gut. Oh mein Gott. Müsste hier ganz schnell weg. Wenn die Unidad kommt, ist die Kacke am Dampfen. Okay, alles sauber. Okay. Da vorne sind noch Dokumente. Die nehme ich mir noch mit. So. Tut mir leid für die paar Shit hier in der Folge, aber ich muss ein paar Sachen noch nachgucken immer im Menü. Ich habe so lange das Spiel nicht mehr gespielt. So, ein Dokument erhalten. Dokument anzeigen. Bildhinweis. In diesem Blogpost verurteilt Ramon Felix die Verschleierungen und offensichtliche Korruption, die beim Bau des Resorts und des Casinos in Agua Verde herrschten. Mhm. Okay. So, wir müssen natürlich jetzt gucken. Wir müssen jetzt erstmal die VIP-Liste graben. Wir kennen den Standort eines Servers, der eine detaillierte Liste aller VIPs enthält. Die Gäste des Kartells in Agua Verde waren. Wir müssen die Server hacken und die Liste beschaffen. Machen wir. Es gibt einen Server mit einer Liste von VIPs, die in Casitas Resort waren. Hacken Sie den Server und holen Sie die Liste. Okay. Bowman, wir sind in Agua Verde fertig. Die VIPs kommen nicht wieder und wir haben Casitas Gästeliste. Wir sind auf dem Weg zum Server. Gut, führen wir es zu Ende. Bowman, Ende. Führen wir es zu Ende. Machen wir. Ja, ich wollte euch ja noch fragen, wünscht ihr euch eigentlich auch, dass wir die ganzen Nebenmissionen noch spielen? Dann schreibt es in die Kommentare, also zum Beispiel Sachen finden, Medizinkonvoi und sowas alles. Ne? So, welchen Hubschrauber nehmen wir denn? Der sieht doch am schönsten aus hier. Kommt mal alle rein, der Männers. Dann können wir nämlich abheben. Oh, das Ding ist schon richtig am Abdampfen hier. Okay, Leute, es geht direkt Schlag auf Schlag weiter hier bei der nächsten finalen Mission, was dieses Kapitel hier betrifft. Mal sehen. Wenn diese VIP-Liste öffentlich wird, bricht die Hölle los. Dann verliert das Kartell weltweit alle Verbindungen. Ich will nicht Casita sein, wenn El Sueño dahinter kommt. Hab davon gehört. Er sollte einen Ort aufsuchen, an dem Santa Blanca ihn nicht finden kann. Wie den Mars oder den Grund des Marianengrabens.
Leute wie Casita überleben immer. Er verschwindet und in ein oder zwei Jahren taucht er irgendwo auf und leitet ein Rücken. Moment. Warte, wir müssen neu. Mit dem Helikopter ist das schon sehr krass. Boah. Wir müssen weitermachen. Ich will nicht Casita sein, wenn er kommt von hier aus. Hab davon gehört. Er sollte einen Ort aufsuchen, an dem Santa Blanca ihn nicht finden kann. Wie den Mars oder den Grund des Marianengrabens. Leute wie Casita überleben immer. Er verschwindet und in ein oder zwei Jahren taucht er irgendwo auf. Ich bin gerade in den Kopf geschossen. An der Riviera oder so. Gott schützt Säufer und Trottel. Und solche Arschlöcher wie Casita. Nice. Oh. Was ist das da oben? Geht weiter, Jungs. Ja. Lass mal den Unidad-Helikopter erstmal weiterfliegen. Wir wollen nichts mit dem zu tun haben. Ja, die spotten. Macht einen Abflug, Jungs, komm. Okay, let's go. Heli im Anflug. Okay, ganz ruhig jetzt. Das könnte interessant werden. Wir könnten natürlich übers Wasser runter. Dann die uns von hinten holen, wäre eine Möglichkeit. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Die Drohne ist oben. Ich sehe meine Drohne wird gestört. Okay, sehr schön. Sehr schön. Brauchen eine andere Pose, Jungs. Boah, Vorsicht. Okay, Jungs. Die müssen wir uns so holen mit Simultanschuss, anders geht das nicht. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Schuss. Ziel verloren. Ach, verdammt. Hab kein Ziel mehr. Ihr wart doch gerade schussbereit, Jungs. Kommt. Der eine ist weggegangen. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Okay. Roger, Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Müssen wir es wohl selber machen, wa? Wie immer. Ich hab das Ziel. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Das macht drei. Okay. Wir kriegen Verstärkung. Komm hier rüber. Okay, lass sie kommen. Wartet. Schaffen wir die Mission, ey. Wir müssen jetzt da rein.